Hallo, ihr lustigen Weltraumstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Stars in Shadow. Wir haben das letzte Mal einen richtig krassen Kampf gehabt und zwar gegen ein einzelnes Schlachtschiff, das uns wirklich ein paar Schiffe gekostet hat. Hat mich ehrlich gesagt überrascht, was diese Dinger für eine Kampfkraft haben. Aber es ist ein Schlachtschiff, also irgendwie darf man sich auch nicht wundern, möchte ich mal behaupten, ne? So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Escort-Cruiser zum allerersten Mal zu bauen. Da gucken wir doch gleich mal rein, was die uns hier anbieten. Da sind diese Coil-Teile da drin. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum. Ich tue jetzt mal hier einen Laser rein. Warum die da jetzt immer die kleinere Bewaffnung reinpacken? Nuklear Missile, Medium, Medium. Nee, da will ich andere Dinge drin haben. Solche Dinge will ich hier drin haben. Die Raketen, wie wir gemerkt haben, sind nicht so geil. Deflektorschirm, Uranium Armor ist drin. Das klingt doch alles ganz vernünftig. So. Ansonsten müssen wir eigentlich jetzt hier auch mal. Das ist unsere Heimatwelt. Wir müssen gucken, dass wir jetzt auch mal wieder ein bisschen. Also meinen können wir ja leider nicht. Wir haben nichts zu meinen. Wir haben keine Meinungsfreiheit. Haha, doch haben wir. Ihr wisst, was ich meine. Der Oscar-Bring Encounter und Bait. So, jetzt können wir nämlich das hier noch angreifen. Die Pirate Base angreifen. Die sofort das Feuer auf uns öffnet. Auf die kann ich nicht schießen. Out of range. Die Teile müssen halt weg. So, die haben wirklich eine richtige Pirate Base. Da kann ich auch nicht drauf schießen. Auch nicht. Wie ungünstig. Ja gut, ich werde eh nichts machen können. Außer... Nee, ich kann jetzt einfach nur diesen blöden Schuss empfangen. Okay, jetzt schieße ich auf das da und... Kann ich ein paar von denen jetzt hier zerstören. Aber das ist jetzt witzig. Jetzt sind nämlich 5 weit Reichweite. Dann kann ich jetzt hier drauf ballern. Das ist lustig. Da kommen nämlich die gegnerischen Raketen. So, Dele. Dann machen nämlich diese komischen kleinen Jägerchen hier bald gar nichts mehr. Das war ihre einzige Aktion. In der ganzen Schlacht jetzt hier. So sehe ich das. Wobei ich euch sagen muss, also die Cruiser, die hauen schon ordentlich rein. Die sind schon deutlich besser als alles andere. Also diese Zerstörer haben wir gesehen von uns, die gehen sehr, sehr leicht kaputt. Die Cruiser haben immerhin sogar ein bisschen was ausgehalten. Das hat mir Respekt abverlangt. Eieiei. Oh. Die hält aber ganz schön was aus. So, nochmal Raketen abfeuern. Kann ich das hier zerstören und verhindern, dass das Ding hier beschossen wird? Hm. Out of range. Schade. So, jetzt wird hier was passieren. Ja, mehr kann ich nicht machen. Ich kann auf das hier schießen und dann auf das hier. Dann kann ich noch versuchen, die hier zu zerstören mit allem, was hier noch liegt. Und das hat super funktioniert. Also jedes Mal, wenn ich ein Schiff bewege, das, so wie es aussieht, beschossen wird durch Raketen, dann hat es nur irgendwie halbe Bewegungsreichweite. Ah, okay. Out of range. Ja, ja, da kommt mir was entgegen. Okay. Schräg. Das Ding hier wird es wahrscheinlich nicht überleben, weil diese Torpedos es treffen werden. Oh,
Und der Mining Outpost, der hält auch schon ordentlich wieder was aus. Ähnlich wie dieses blöde Piratenschiff, was sie sich da gebaut haben. Feuer frei. Jede Menge Raketen suchen einen neuen Besitzer. Au. What? Das hat wehgetan, möchte ich mal behaupten. So, ranfliegen. Feuer frei. Ich nehme die Teile jetzt erstmal auseinander, damit die auch ja nicht irgendwie von mir Schiffe zerstören noch mehr. Muss ja nicht sein. Ein Torpedo, was da jetzt kommt. Oder Rakete oder was auch immer. So, sehr schön. Ranfliegen und alles abwerfen. Die Schadenszahlen sind ganz schön anzusehen. Und zerstört. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt die Torpedos auf das hier abfeuern. Ich weiß, es sind keine Torpedos. Lasst mich einfach. Es sind Raketen. So, Endturn. Das hier sind auch wahrscheinlich Torpedos. Very ungeil. Sogar very, very ungeil. Okay. Oh, das ist sogar der. Shit. Das hatte ich nicht erwartet. Fuck. Das ist Doppelfuck, Dreifachfuck, Vierfachfuck. Oh nein. 100! Ach, scheiße. Es könnte gut sein, dass wir uns hier übernommen haben. Wenn ich mir das gerade so anschaue. Also ich sehe nicht, dass wir da gerade nennenswert Schaden verursachen, ganz im Ernst. Wir machen ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Irgendwie schon was ordentlich zerstört bei dem Schiff. Deswegen kann es auch nicht mehr so schnell fliegen. Das war der Grund. Nicht das, was ich vorhin gedacht habe, was es ist. Oh krass, er hat es überlebt. Okay, die Raketen hauen rein. Kann gut sein, dass es vorbei ist. Jawohl, geschafft. Heiligsblechle. Dann können wir jetzt hier mal 16 Raider. Okay, 15. Okay, das sind, die haben viele hier. Das hätte hier erstmal ein paar von denen gekostet. Invaden kann ich nicht, dazu fehlen mir einfach die Waffen. Die müssen wir uns erstmal noch ran organisieren. So, jetzt können wir nochmal weiter bombardieren. Das kostet hauptsächlich Zivilisten das Leben, so wie das aussieht. Was ich jetzt nicht so gut finde. Ich prangere das an. Cruiser. Nicht so gut. War ja klar, dass das passiert, ne? Light Cruiser.
Warte mal. Ich mach mal den Turn rückgängig. Ich möchte verhindern, dass ich jetzt hier schutzlos bin. Deswegen habe ich das jetzt alles hier nochmal rückgängig gemacht. Man kann ja auch mal diese Funktion benutzen, weil ich was übersehen habe. Finde ich eine coole Funktion. So, genau. Jetzt haben wir nämlich hier die Schlacht hier gerade eben gewonnen. So viel dazu. Die sind jetzt hier auf jeden Fall erstmal geschlagen. Und wir können dadurch jetzt hier auch erstmal wieder zurückkehren. Auch wenn das länger dauert. Jedes davon hat auch noch hier eine interessante, schöne Raumstation. Das ist wichtig. Ja, jetzt geht's hier los. Wie sie angreifen. Kleine wird es wahrscheinlich jetzt hier abbekommen. Wusste ich es doch. Die haben wirklich auf den kleinsten geschossen, krass. Einen haben wir schon mal zerstört. Ja, aber als nächstes werden wir so viel kassieren. Au! Ja. Teil von denen ist abgehauen. Mhm. Ungünstig, dieser Schlachtverlauf. Die kleinen Laser von denen machen aber echt nicht viel Schaden. 4, die großen Bedrohungen. Das Ding ist deswegen jetzt schon so gut wie weg. Feuer. Feuer ist mit allem, was ich habe, auf die hier. Auf die großen. Boah, die halten echt ganz schön was aus. Au. Ja, die holzen uns weg. Kann gut sein, dass diese sogenannte friedfertige Rasse jetzt unser Untergang ist. Die uns den Krieg erklärt hat, nachdem wir ihnen gesagt haben, wir wollen Frieden. So viel zum Thema KI. Oh Mann. Kleine kann ich ja noch zerstören. Ja, Wolligans. Mehr war aber nicht drin. Mehr war nicht drin. Da hauen nochmal zwei ab. Den scheint der Kampf zu gut zu werden. Ich weiß nicht warum. Au. Kuschelkurs mit den Raumschiffen. Ich holz alles, was ich habe, auf diese kleinen Scheißdinger drauf. Jawoll. Hallo? Ja, lebt leider noch. Lebt immer noch. Damit habe ich mein vorletztes Schiff hier eingebüßt. Versuch sie halt auszudünnen, ne? Dass sie eventuell dann gegen die Raumstationen keine Chance haben. Ja, das war ein teurer Kampf.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum die jetzt. Ich verstehe wirklich nicht, warum die jetzt nicht hier bei der Schlacht um die Starbase mit dabei gewesen sind. Das ist für mich unverständlich. Das geht noch nicht. Ah, jetzt habe ich ja die Raketen weggemacht. Okay. Sehr gut. Da kommt jetzt die erste Rakete. Das hier geht anscheinend gleich auf das nächste nochmal los. Hat hier nochmal 33 Schaden verursacht. Und den damit sehr, sehr schwer angeschlagen zurückgelassen. Die Raketen werden hier nichts verursachen, wie ich gerade feststelle. Ich muss diese kleinen Dinge auf die Randteile schicken, sonst habe ich keine Chance, hier irgendwas zu beschädigen. Also ich kann die auf jeden Fall super abschießen, die Teile. Die machen mit ihren Raketen genauso wenig wie ich. Das hier dagegen haut richtig rein. Mal Raketen abfeuern. Und ansonsten, die sind ja noch draußen, die müssen jetzt nicht zurückkommen. Ja. Wenn die zu lange da bleiben, ist es total schlecht. Die müssen immer noch erstmal zurückkommen. Bäm! Das war ihr Fehler, dass sie da gerade eben vorgeflogen sind. Du bist es fällig, du kleines Teil. Wie viel Reichweite haben denn die Coil Guns? Ich weiß es nicht. Der ist so vorgelagert, deswegen schicke ich das jetzt einfach mal alles auf den drauf hier. Okay, war nicht so wichtig. Eieiei. Shit. Tja, jetzt habe ich gleich gar keins mehr von den Teilen. Aber sie haben gut gekämpft. So. Sehr gut. Eins haut ab und hat keinen Bock mehr. Das wurde gut getroffen. Eieiei. Das ist allerdings, glaube ich, nur unser Schild, der jetzt gerade eben beschossen wird, ne? Wir sehen, dass der Schild jetzt hier so ein bisschen anfängt schwach zu werden. Feuerst die Raketen auf das da und die Hauptwaffe auf das hier. Der ist fast fertig. Panzerung ist auf jeden Fall komplett weg. Ich beginne zu begreifen, was war es. Das Grüne ist der Schild, das in der Mitte ist die Panzerung und das Gelb-Rote da, das sind die Strukturpunkte. Und damit die mal behaupten, stehen wir sehr, sehr gut da. Die boarden das hier, okay. Buff. Das wurde zerstört. Das hier leider noch nicht. So viel dazu. Ich behaupte, die schaffen das nicht. Also wir hätten unsere Schiffe behalten, wenn die hier nicht so blöde Wenn unsere Flotte nicht so blöd aufgeteilt worden wäre, dann hätten wir unsere Schiffe behalten und das noch viel leichter gewonnen. Aha. Netter Versuch. Netter Versuch, ihr komischen, friedfertigen Wesen aus dem All. So viel zum Thema friedfertig. Also die ziehen sich jetzt hier erstmal zurück. Die haben, ordentlich eine Packung kassiert. So, sehr gut. Was wir eigentlich jetzt machen müssten, was wir aber nicht können,
es jede Menge an Metall produzieren. Können wir aber nicht. Wir haben nicht mal genügend Metallproduktion, um... Das Einzige, was sie machen können, ist Trade. Ich muss Geld generieren, um Sachen schneller bauen zu können. Oder kaufen zu können. Das hier ist auch kein reicher Planet. Aber ich kann hier Mining betreiben. Das bringt immerhin ein bisschen was. Jetzt, gerade eben hilft alles ein bisschen. Was ist denn da? Da ist immer noch ein Armed Merchant und ich weiß nicht, warum der da ist. Aber er ist da. Das ist nicht mein System. Das ist mein System. Irgendwo war doch noch ein reicher Planet, den ich noch nicht besiedelt hatte. Hier, Mineral Rich, genau. Colonize. Zack, mal Geld ausgegeben, damit es mal in der nächsten Runde passiert ist. So, jetzt haben wir nämlich das hier auch noch kolonisiert, das Teil. Mineralienreicher Planet. Hat gleich von Anfang an eine Fabrik. Nahrungsmittel sind eigentlich unwichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich das nie woanders produziere. Das heißt, ich kann ja gleich auf eine Mine gehen. Und das hier, ja, einfach mal machen lassen. So, die haben jetzt also das hier kolonisiert. War sehr, sehr wichtig, wie ich finde. Wir haben jetzt eine Raumstation. Eine Space Station wäre eigentlich auch ganz nice. Und eine Planetary Defense. Nee, die sollen ja auch noch eine Mine bauen. Eine Mine sollen die ja bauen, dass diese Slot hier nochmal ausgenutzt wird. Irgendwo haben wir schon wieder Akiri 1. Es sind 500.000 an Starvation gestorben. Ich weiß nicht warum. Ich habe doch eigentlich alles am Start, was hier das verhindern sollte. Man weiß es nicht. Director 10 Shells. Greeting Kagan. Due to a tragic mining accident. Mann, ey. Das kann ich. Sorry, das kann ich mir höflich ablehnen. Tut mir sehr leid. Farewell. Das kann ich mir jetzt gerade beim besten Willen nicht lassen. System-Encounter. Was? We have encountered a Grimark Marauder base in Azure System. It appears that a group of Grimark slavers has been using blah blah blah. Has been using the Star System as a base for their raids. They have established an outpost on Azure 1. The leader of the Marauders sends a message. So, you have scrambled upon our base of operations. I can see that you are not the one to be trifled with. So let us speak plainly. There is no reason why your activities should be of concern to you. Therefore, if you are prepared to look the other way, I can assure you that my operatives will steer well clear of your territory. What do you say? I'll ignore it for a prize. Oh, geil! I see. I could offer you an inducement to secure your indifference. 16 pro Turn würde ich bekommen. Geil. Ich lasse mich jetzt tatsächlich von diesen Sklavenhändlern hier bezahlen. Okay. Gut. Ist schon krass. Also wir sind anscheinend jetzt mächtiger geworden und deswegen reden die nicht mehr so frech jetzt mit uns. Was witzig ist. Oh, die Space Station kann ich mir nicht leisten. Wie viele Leute würden hier eigentlich draufpassen auf diesen Planeten? Das muss ich kurz mal rauskriegen. Hallo? Wo ist der Planet, der nichts baut? Hier. 4 Millionen. 4 Millionen würden draufpassen. Hör doch mal City Planning, ganz interessant, oder? Dass das hier mal ein bisschen schneller geht. Ah, und ich sehe gerade eben, liebe Leute, wir müssen mal wieder Schluss machen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.